Hallo, ihr Lieben. Wir schauen wieder, was denkt und fühlt dein Herzmensch aktuell dir gegenüber und was kannst du von deinem Herzensmenschen innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tagen in deine Richtung erwarten. Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Legungen, das heißt, die Energien, die sich hier zeigen können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen und bitte bedenke auch, dass Zeit fließend ist, ne? So, ich lasse die Karten wie immer springen. Und dann schauen wir mal, was dein Gegenüber aktuell in deine Richtung denkt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Ihr münzt euch das bitte um. Ja, und dann starten wir. Was denkt denn dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Was denkt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? So, da haben wir hier schon mal das Gericht. Dann haben wir hier die Liebenden. Hier die 8 Stäbe. Eieiei. Das zeigt sich ja an der Unterseite. Die 4 der Münzen. Tja, da hält jemand ganz schön an euch fest, würde ich sagen, auf der Gedankenebene. Also ich fange jetzt mal hier wirklich nach und nach an. Das Gericht steht für Transformation, für Wandel einer alten Situation, Stirb- und Werdeprozesse. Es geht um Auferstehung. Es geht ja, Transformation, dass man etwas Altes oder so wie es bisher war, da weiß man, da muss irgendetwas verändert werden. In Verbindung mit den Liebenden ist eine Zwillinge-Energie, sind halt auch die Gedanken und die Kommunikation. Aber es geht hier auch um Herzensentscheidung oder die Transformation auf Herzebene. Was ich aber so wahrnehme, ist, dass dein Gegenüber auf der Gedankenebene sich ganz stark mit dem Thema Kommunikation in deine Richtung beschäftigt und auch hier mit den 8 Stäben sich darüber Gedanken macht, hier ganz schnell, plötzlich, unverhofft, wieder auf dich zuzukommen. Weil mit den 4 Münzen hält man hier an einer Situation fest. Das kann jetzt eine Situation sein, die in der Vergangenheit passiert ist. Es ist eine Sonne in Steinbock-Energie. Es kann sich ja auch um Themen handeln. Steinbock ist für mich auch so eine Saturn-Energie, logischerweise. Und es hat auch immer was irgendwie mit Schuld zu tun. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendetwas Altes zwischen euch nicht geklärt wurde, nicht ausgesprochen wurde. Und es kann sein, dass dein Gegenüber hier wie noch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat oder das Gefühl hat, hier muss noch irgendwie etwas aus der Welt geschafft werden, weil momentan zwischen euch ja schon diese Energie des Festhaltens ist, ne? Also so nimmt dein Gegenüber dich ja auch wahr, mit Gefühlen, aber auch mit dem Wunsch und dem Drang, Dinge aus der Welt zu schaffen, die eventuell in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sind. Und Steinbock ist natürlich auch immer eine Energie, ich übernehme Verantwortung. Na, in der unerlösten Form ist es diese Rückzugsenergie, aber hier nehme ich das mit dem Gericht, den Liebenden und den 8 der Stäben eher so wahr, dass man hier für irgendetwas Verantwortung übernehmen möchte oder dass dein Gegenüber bewusst ist, dass man hier für etwas die Verantwortung übernehmen muss, damit diese Situation hier zwischen euch weitergeht. Es kann auch sein, das nehme ich mit dem Gericht, weil Gericht ist auch immer das Thema Wandlung, Transformation und die 4 Münzen. Dass es gut möglich sein kann, dass du dich hier so gewandelt hast. Und er nimmt gerade den Wandel von dir wahr. Ne? Und er stellt fest, dass hier mit diesen 4 Münzen eben nicht mehr es so ist, wie es mal war. Und das könnte ihn ja natürlich auch gewissermaßen ein bisschen verunsichern. Und trotzdem weiß er, es muss sich ja auch irgendetwas verändern. Ne? Wir schauen jetzt mal, was fühlt dein Gegenüber denn aktuell in deine Richtung? Also wie steht er emotional zu dir? Was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Da haben wir hier schon mal den Herrscher, das ist eine Witterenergie. Was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Hier haben wir die 9 Stäbe. Hier haben wir den Turm. Und an der Unterseite zeigen sich hier die 4 Schwerter. Interessant. Also ich glaube wirklich, bei euch ist irgendetwas vorgefallen. Entweder ist dein Gegenüber aufgrund irgendeiner Situation hier verletzt oder man hat dich verletzt und du zeigst jetzt auch, dass du verletzt bist und das wiederum verletzt dein Gegenüber. Also wenn hier irgendetwas vorgefallen ist, was nicht gerecht zuging oder wo du nun endlich eine Grenze gezogen hast, wo du vielleicht auch mitgeteilt hast, was das Ganze hier emotional mit dir macht, dass du dich verletzt fühlst, dass ja wie gesagt irgendeine Situation, Gericht einfach nicht mehr so weitergehen kann, wie es war, wo du einfach wirklich mal anders agiert hast, als du es eventuell in der Vergangenheit gemacht hast.
Dein Gegenüber spürt deine Verletzung. Und dein Gegenüber spürt, dass du nicht aktiv wirst. Dein Gegenüber spürt, dass du hier dich in einer Heilungssituation befindest. Jupiter in Waage-Energie und er spürt auch, oder sie, ihr münzt euch das um, dass du hier jetzt nicht so leicht aus deinem Turm rauskommst. Also ich nehme das schon so wahr, dass dein Gegenüber also genau fühlt, was er oder sie in deine Richtung hier auf Deutsch gesagt so richtig verkackt hat. Das ist aber gut, weil wenn er oder sie diesen Schmerz spürt, den man dir angetan hat, dann kommt auch die Wandlung. Es kann natürlich aber auch sein, dass dein Gegenüber aktuell hier mit Verletzungen sich auseinandersetzt oder diese Verletzungen und diese alten Themen noch mal ganz massiv spürt und mit dem Herrscher aber jetzt auch hinschaut. Das Gleiche gilt auch, wenn man dich verletzt hat. Also das ist, also finde ich gerade eine sehr, sehr spannende und starke Energie, weil man schaut hin. Und das mag ich an dieser Herrscherkarte sehr schön hier auch gezeichnet. Der Herrscher geht aus seiner steinernden, also hier Steinmaske raus, öffnet die Augen und sieht, was ist. Und mit dem Turm brechen ja alte Strukturen völlig zusammen. Passend zum Gericht. Etwas Altes geht, damit etwas Neues geboren werden kann. Ich glaube wirklich, also wenn du hier in der Reisegruppe bist, ist hier irgendwie richtig was schiefgelaufen zwischen euch und es gab hier viele Verletzungen oder eben diese Grenze aufgrund zu viel Ungleichgewicht. Und wie gesagt, dein Gegenüber spürt genau, dass du hier jetzt nicht mehr aktiv wirst, solange hier kein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen und vor allem respektvoller Umgang miteinander ist. Das spürt man. Und wie gesagt, deinem Gegenüber geht es damit auch nicht gut. Ne? Wenn es andersrum ist, dass dein Gegenüber wegen etwas verletzt ist, ist es aber ähnlich. Auch hier liegt die Heilungsenergie. Und auch hier möchte dein Gegenüber jetzt hinschauen. Also man setzt sich wirklich auch mit diesen alten Themen hier, die neuen Stäbe, wirklich auseinander. Wo sind Verletzungen aus der Vergangenheit und was hat diese Situation oder diese Verletzung eigentlich mit der aktuellen realen Situation zu tun? Aber hier passiert emotional eine ganze Menge. Jetzt schauen wir mal, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was kannst du von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten, innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tage, ihr Lieben. Wir schauen. Was kannst du von deinem Gegenüber erwarten? Da haben wir hier den Tod. Hier haben wir die 5 Münzen. Das Ast der Schwerter und an der Unterseite die 3 Schwerter. Wahnsinn. Wahnsinn, wie diese Energien immer in Resonanz gehen. Ich lege jetzt schon seit 20 Jahren Karten, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Ihr Lieben, auch hier gibt es jetzt wieder mehrere Deutungsmöglichkeiten und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich ja auch noch mal Klärungskarten ziehen möchte. Ach, das mache ich jetzt gleich. Ehe ich hier hin und her deute. So, ich hätte gerne noch eine Klärungskarte für den Tod. Was hat der Tod in dieser Legung hier genau zu bedeuten? Die 4 Stäbe. Dann hätte ich noch gerne eine Klärungskarte für die 3 der Schwerter. Wahnsinn, die 8 Münzen. Ja, ihr Lieben, was zeigt sich jetzt hier noch an der Unterseite? Der König, nee, der Ritter der Münzen. Also wie gesagt, ich nehme das hier wirklich so wahr, dass dein Gegenüber genau weiß, dass man hier irgendetwas so richtig verkackt hat.
Das können wir jetzt einfach mal klar so nennen. Der Tod steht immer für einen Prozess, wo entweder natürlich ein Stillstand herrscht oder wo man hier in die Transformation, die Veränderung geht, passend zum Gericht. Die fünf Münzen steht für einen Mangel. Es steht für Selbstwertthemen, es steht für ja, Entbehrung, für Isolation. Und das Ass der Schwerter steht hier für klare Entscheidungen. Wir haben hier wieder eine Waage-Energie, Saturn in Waage. Ich übernehme Verantwortung für Verletzungen oder Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, um dann hier in die Heilung zu kommen. Kann aber auch sein, dass ich hier Entscheidungen treffe, die erstmal wehtun, erstmal schmerzlich sind, aber letztendlich versuche ich, Klärungskarte, die acht Münzen, hier auch mit der Jungfrau-Energie heilendes Prinzip, wieder in einen Neubeginn zu gehen und in die Heilung. Ich weiß aber, dass das hier kleine Schritte sind. Ich backe erstmal kleine Brötchen, um ein stabiles Fundament, was hier wahrscheinlich zusammengebrochen ist, wieder aufzubauen. Die Klärungskarte für den Tod sind die vier Stäbe. Die vier Stäbe ist die Karte der Hochzeit, der Zusammenkunft der Familie. Es geht darum, hier sich wieder zusammenzutun, um eben Dinge in die Heilung zu bringen. Das kann jetzt bedeuten, dass man hier deine Verletzungen heilen möchte und man trifft aber hier eine klare Entscheidung. Das kann die Entscheidung sein, sich klar auf dich zuzubewegen, oder das kann die Entscheidung sein, hier wirklich erstmal für sich in die Veränderung zu gehen und dir gegenüber erstmal nicht aktiv zu werden, was ich vom Gefühl aber nicht glaube, weil hier der Ritter der Münzen gefallen ist. Es kann auch sein, mit Tod und fünf Münzen und das Ass der Schwerter, dass man hier bewusst verändert auf dich zukommt, weil man diese Situation dieser Entbehrung hier einfach nicht mehr aushält oder dass man auf Deutsch gesagt richtig reumütig ankommt. Wir hatten das auch in einer Tagesbotschaft schon mal, wo jemand etwas sehr bereut. Und wir haben hier, wie gesagt, hier vage Energie, hier vage Energie. Und wieder sind wir beim Thema ausgewogenes Prinzip. Man möchte sich hier wieder zusammentun. Man möchte die Zeit mit dir genießen, die Leidenschaft, die Emotionen, die du in deinem Gegenüber auslöst. Und mit dem Ritter der Münzen wird man hier auch stabil und beständig auf dich zukommen. Der Ritter ist aber kein König. Es kann wirklich sein, so nehme ich das wahr, dass hier eine gewisse Reumütigkeit, ne, so wie so ein Dackelblick, ne, so der Hund, der also rechnet hier damit, dass jemand wirklich sich auf euch zubewegt, verändert und doch sehr reumütig, aber eben noch nicht in der Königsgestalt, ne? Sondern eher, wie gesagt, mit dieser wahrscheinlich auch anders, als ihr euer Gegenüber kennt. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, man weiß, man hat hier richtig was verkackt. Ich lasse jetzt hier mal noch Botschaften von Herzen springen. Da bin ich mal gespannt, welche Energien sich hier für die Reisegruppe noch zeigen möchten. Zeit des Nachdenkens gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Was haben wir an der Unterseite? Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Das ist für mich aber auch immer eine Energie, die sagt, okay, es geht auch um das Thema Vertrauen. Um das, was man vielleicht gemeinsam auch schon erlebt hat. Und wie gesagt, auch darum, dass man sich hier langsam wieder annähert. Also über die freundschaftliche Ebene oder dass hier jemand so ankommt wie, naja, ne? Reumütig. Ihr Lieben, ich lasse jetzt hier mal noch für die Position, was kannst du hier innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tage von dem Gegenüber erwarten? Nochmal Lenormand-Karte springen. Das klären wir nochmal ab. Was kannst du innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tage von dem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Die Sterne. Der Reiter. Das Kleeblatt und die Schlange. Und dann gucken wir jetzt an die Unterseite.
Der Bär, das ist genau das, was ich gerade sagte. Also ich glaube schon, dass man hier auf dich zukommt über Umwege beziehungsweise noch nicht in der vollen Kraft. Man versucht sich zwar hier zu transformieren, aber man versucht es so ein bisschen über Umwege. Man will erstmal abchecken. Ja? Und wie gesagt, hier die Schlange und der Bär, das ist halt, wie ich das vorhin schon sagte, hier mit dem Ritter der Münzen, man ist noch nicht so, man hat die Verwicklung, die Umwege auf der eigenen Kraft und Stärke. Ne? Das kleine Glück, plötzlich unverhofft, die Wunscherfüllung. Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass man hier auf dich zukommt, ihr Lieben. Eieiei, also lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ach, was ich noch wegen der Freundschaftskarte hier sagen wollte, fällt mir gerade noch ein. Wenn hier jemand auf euch zukommt wieder, kann es gut möglich sein, dass ihr erstmal einen wirklichen Cut reintreibt, einen Cut in dem Sinne, dass ihr sagt, ich brauche noch Zeit zum Nachdenken und wir können hier über die freundschaftliche Ebene, das wäre auch hier so die Transformation, die Heilung über die freundschaftliche Ebene uns gerne wieder annähern, weil ich hier einfach noch Zeit brauche, um zu sehen, wo sich das Ganze denn hinentwickelt. Aber man möchte einen Neubeginn. Na? Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich bin gespannt, was ihr mir in den Kommentaren hinterlasst. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit und hoffentlich bis bald. Eure Helene.